Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Gran Turismo Sport hier auf der PlayStation und zwar mit einem DLC-Car, wie ihr sehen könnt, und zwar mit dem KTM X-Bow, Crossbow. Bis heute weiß ich nicht, was es ist, ein X oder ein Cross. Und ist seit Weihnachten, steht dieses Fahrzeug zur Verfügung, kostet 100.000 Credits. Und das fahren wir jetzt mal hier 10 Runden lang auf unserem oder bei unserem Clubman Cup. Und was wir hier schon mal sehen, wir sind maßlos overpowered mit dem Fahrzeug und kommen da wirklich gut voran. 10 Runden hier, wie gesagt. Jetzt schauen wir mal. KTM, ein österreichischer Autohersteller. Die meisten werden wahrscheinlich KTM eher mit Motorrädern in Verbindung bringen, aber die haben auch dieses schicke Straßenfahrzeug und da sind wir hier mega overpowered im Gegensatz zu den anderen in diesem Clubman Cup. Der Clubman Cup ist ein markenoffenes und Rennen, auch keine Leistungsbeschränkung, also hier kann man das nehmen, was man möchte. Und ich finde es recht praktisch, weil da kann man wirklich mal die schönen DLC-Cars ein bisschen testen. So, hoppala, kleiner Einschlag. Gut, auch schon wieder ein bisschen her. So, jetzt fahren wir mal ein bisschen ordentlich und gucken, ob wir vielleicht sogar noch ein paar gute Rundenzeiten hinbekommen. Wir fahren wieder in der Wiederholungscam oder TV-Kamera-Perspektive, wie auch immer man das nennen mag. Ich finde es zurzeit richtig geil. Ich werde das, glaube ich, öfter machen. Vor allem, es ist unterhaltsamer irgendwie. Man kann ja so durchwechseln. Das ist Rennen Nummer 3 von 5. Bisschen schwer einzuschätzen ist jetzt der Wagen, ob der gut oder schlecht ist, denn die Strecke ist ja, es geht ja immer nur nach links herum. Aber nichtsdestotrotz macht es auf jeden Fall Laune. Und wir ziehen es jetzt einfach mal durch. Rennen Nummer 3 ist es und auch jetzt Runde Nummer 3. Weiter geht's. Gerade eine Bestzeit hingelegt. Vielleicht können wir die jetzt in den nächsten Runden sogar noch schlagen. Am Audi TT vorbei. Dann nehmen wir mal die Innenbahn und vorbei sind wir. Nächster Sektor 18845. Bisschen schalten vergessen. Weiter geht's. Jetzt gucken wir mal. Bin mal gespannt. So, Brands Hatch, glaube ich, wäre eine geile Strecke für den KTM. Oder die KTM, ich weiß es gar nicht. Ich spiele auch keine Rolle. So, fahren wir weiter. Bisschen runterbremsen. Ne, ich finde es richtig cool, das Spiel. Wie gesagt, grandios, dass dieses DLC reingekommen ist. 12 neue Fahrzeuge. Lamborghini, ein VW ist dabei, hier KTM, noch ein paar amerikanische Fahrzeuge auch. Ich krieg's jetzt im Gesamten nicht zusammen. Es sind 12 Fahrzeuge und davon sind 6 schon wirklich, muss ich sagen, sehr, sehr cool. Ich wollte den Countach mir holen, von, ich glaube, 1972 ist der. Da ist allerdings das Problem, dass ich nicht genug Geld habe. Ich habe schon viel Geld für den Ferrari F40 ausgegeben. Von dem her ist es jetzt hier KTM geworden. Aber wunderbar, schönes Track-Toy würde ich es mal nennen. Kann man schön über die Strecke prügeln. Gucken, was der Wagen so kann. Absoluter Kurvenräuber. Jawohl. Und dann fangen wir zum Überrunden an. Schauen wir mal, dass wir ein paar schöne... Na, gleich mal gegen den Mito gekracht. Ein paar schöne Überholmanöver hinbekommen. Aber ein bisschen haben wir ja noch, um uns zu verbessern. Es geht in Runde Nummer 5. Runde 3 bis jetzt aktuell die beste. Mal gucken, ob wir das noch ein bisschen verbessern können. Oh, es fährt sich aber auch wirklich sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ich freue mich mal wirklich schon mit dem so Brands Hatch oder sowas zu fahren. Ich glaube, da geht was. Der Wagen braucht viele Kurven, kurze, knackige Überhänge. Ich glaube, das ist richtig cool. Und ich sehe gerade, wir sind nur auf Platz 2. Das müssten wir noch ändern. So, da steht eine Überholung an. So, jetzt versuchen wir ein schönes Überholmanöver, ohne zu crashen. Oh, leider wieder nicht. Da ist BMW. Ist das der erste? Ich weiß es gar nicht. BMW M4 Konzept.
Jawohl, das war er. Runde Nummer 6. Kurze, knackige Folge. Und wieder am Mito vorbei, oder? Haben wir vorhin schon mal geschaut. Sehr cool, wirklich cooles Fahrzeug, macht Laune. Muss nur mal schauen, irgendwie, dass wir den mal auf einer anderen Strecke noch fahren, dass wir so ein bisschen mehr den Wagen fordern, weil hier ist, das ist hier ein Kinderspiel für das Fahrzeug. Da hat er vor gar nichts Angst. Und da sind die nächsten zwei, die wir überholen. Achtung, die kriegen wir auf der Start- und Zielgerade. Ganz easy, ganz easy. Runde Nummer 7. Oh, herrlich. Der Wagen fährt wirklich schön. Ich weiß nicht, bei... Gut, es ist immer ein bisschen schwer zu sagen, Forza Horizon und Gran Turismo Sport, ob man die vergleichen kann. Im Ansatz vielleicht. Aber da fahre ich den nicht so gern. Ich finde den hier schon wesentlich cooler zum Fahren. Ein Golf vor uns, dürfte auch kein Problem sein. Gehen wir mal einen anderen Gang. Überholen wir außen. Ja, hätte man den Spiegel benutzen sollen. Ah, viel Risiko eingegangen, aber der Wagen hält sich ganz gut. Runde Nummer 8. Die 6. Runde bis dahin die beste. Jetzt gucken wir mal, vielleicht können wir sogar noch mal eine gute Runde hinlegen. Ah, nee. Okay, da habe ich den Bremspunkt doch ein bisschen verschusselt. Vielleicht wird die Runde 9 die gute. Konzentration. Ja, wie gesagt, ich finde diese Kameraperspektive recht cool, beziehungsweise diese TV-Übertragungsoptik hat auf jeden Fall was. Achtung, Arm, Golf vorbei. Sehr cool, innen vorbei, gar kein Problem für uns. Und hier können wir schön Vollgas fahren, oder? Ah, schmieren wir ein bisschen ab. Zurück in 4., 5. Ne, auf jeden Fall geil. Macht auf jeden Fall Spaß, das Fahrzeug. Ich freue mich schon mal, den irgendwie so... Ja, ich will es jetzt hier nicht übertreiben, dass wir uns noch das Rennen versauen. Auf einer anderen Strecke den mal auszufahren. So, kriegen wir noch eine gute Runde hin? Ja, wird schwer mit dem Vordermann da. Ah, fehlt ein bisschen die Leistung. Und vorbei. Glücklicherweise sind wir noch auf Platz 1. Das wird bei den anderen Rennen ganz anders ausschauen. Oh, da kommt der BMW wieder angeschossen. Unglaublich. Was für ein geiles Überholmanöver, oder? Hammergeil. Wie er angeschossen kam. Aber eigentlich müssen wir den Kurven müssen wir doch viel, viel besser sein. Oder noch viel weniger Gewicht. Jawohl, sage ich doch. Sehr geil. Richtig cooles Rennen. Das war jetzt richtig nice. Aber da merkt man es hier, der Wagen ist halt viel, viel schwerer, der BMW. Letzte Runde. Ich denke mal, der erste Platz uns ist nicht mehr zu nehmen. Ja, kommen wir weit nach außen. Zweite Spur. 5. Gang. Komm, 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 komm. Nee, sehr, sehr cool. Grandios. Hat auf jeden Fall auch wieder Spaß gemacht, das Fahrzeug zu bewegen hier. So, was kriegen wir für eine Zeit zusammen? Die ist, glaube ich, gar nicht so übel. Aber jetzt... Nee, hab's geschafft ohne Kollision an der Wand. Jetzt auf die Start- und Zielgerade und... Oh, da komme ich ein bisschen ins Rutschen. Was wird? 6. Runde war aktuell die beste und jetzt ist die 6. bleibt die beste. Ja, wunderbar, meine Lieben. 1. Platz. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Reinklicken. Kurze, knackige Folgen zurzeit. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Ich bedanke mich fürs Reinklicken. Lasst euch gut gehen. Ciao, bis demnächst.